So YouTube, hallo und willkommen zu Foundry. Ja, für euch ist es nicht lang her, für mich hingegen schon. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich habe mich gerade versucht, ein bisschen zu orientieren. Es ist über einen Monat her, dass ich das letzte Mal in diesem Spiel drin war. Und ich weiß nur, wir haben als letztes Wege gebaut. Und wir wollten die Energiezellen irgendwo hinziehen, denke ich mal. Würde zumindest Sinn machen. Aber mehr weiß ich auch nicht mehr. Das heißt, wir werden jetzt zusammen herausfinden, was alles getan werden muss. Und wo, na sag mal, und wo Sachen hinkommen müssen. Wir brauchen die Firmalitstangen. Ich weiß, wir haben hier noch die Handelsdinger gebaut, aber die waren irgendwie zu groß und dann hat irgendwas nicht gepasst. Und dann mussten wir nochmal 10 Dinger bauen und dann nochmal erweitern. Und dann haben wir irgendwelche Schiffe, Raumschiffe gebaut. Denn diesen Überweg haben wir 3-mal gebaut oder so. Auf jeden Fall verrückt, nicht? Ermüdend. So, ihr habt alles, nicht? Ihr stellt die Sachen her. Das heißt, wir sind sogar schon eine Stufe weiter oben. Ah ja, und hier kommen wir an mit Dings Nummer 1. Dann müssen wir hier mit Dings Nummer 2 drüber ankommen. Wir könnten natürlich ans Feuer runtergehen, aber die Frage ist, nee. Oh. Ich glaube, ich weiß, wie ich es mache. So nicht. Ja, das ist das Übliche. Jetzt falle ich wieder die ganze Zeit runter. Oh Mann. Also nochmal. So vielleicht. Und jetzt runter von hier. Also eigentlich rauf. Genau. Warum läufst du in die falsche Richtung? Okay. Der auch? Okay. Aber die sind richtig rum. So, und wir kommen ja neben dem an. Ja. Oh. Ey. Okay, es hat gerade ziemlich geleckt, als ich das gesetzt habe. Das ist natürlich unschön. Wahrscheinlich, weil er berechnet hat, dass ich da drin stecke und mich dann runtergeworfen hat. Das könnte natürlich passiert sein. So. Ich weiß halt nicht, ob das schon die richtige Höhe ist. Oh Mann, der Baumodus. Ich erinnere mich. Ich habe ihn gehasst. Aber es sieht gut aus. Falls wir hier irgendwie drunter durch müssen, würde ich sagen, machen wir den nochmal ein bisschen länger. Dann können wir hier durchtauchen vielleicht, falls irgendwas ist. Und jetzt die Frage, wie tief runter? Was wird er uns hier vorgeben? So, weg damit. Okay. Also grundsätzlich können jetzt auch Energiezellen nach vorne. Also es ist natürlich ein schöner Laufweg. Gut, wir haben ja auch einen Laufweg rechts. Hallo Gamer Paddy, gab's ein Update? Nö.
Aber Work and Resources ist an seine Grenzen geraten. Deswegen Foundry. So, und das stellen wir auf Output. Zack. Und dann kommen die hier raus und dann fangen die an, hier die langsam nachzuliefern. Können die nachproduzieren. Sehr schön. Yep. Einfach das VOD von gestern gucken. Oder auf YouTube einfach die Folgen von Worker and Resources nachgucken. Wir machen heute Foundry und nicht Workers. Auf jeden Fall hat Workers keinen Spaß mehr gemacht dann. Dann müssen wir mal gucken. Vielleicht da auf ein Update warten. Hier das Update ist noch nicht draußen. Wir haben jetzt Juli. Eigentlich wollten die schon ein Update von den Baumechaniken, Bergbaumechaniken haben. Kam aber nicht. Kommt mir jetzt zugute, weil ich nicht alles neu lernen muss. Boah, wie lange brauchen die denn? Da habe ich hier irgendwo einen Block dazwischen vergessen. Nee, da kommen sie. Sehe sie. Und das andere konnten wir nur handeln. Okay, ich gehe oben den Weg rüber. Da wird lang nichts passieren im Workers. Ich glaube, in allen Indie-Spielen gibt es mal so Phasen, wo es weniger läuft. Gerade zum Sommer hast du immer Sommerpause. Man merkt es ja auch als Streamer, es guckt keiner mehr richtig zu. Und das nicht nur bei mir. Sondern überall. Also egal wen. Nicht manche, die sehr groß sind, die haben so eine Fluktuation, da fallen 2.000, 3.000, die fehlen nicht auf. Aber wenn du siehst, dass irgendwie jemand, der 300 hat, auf einmal 20 Viewer hat, dann merkst du, da ist ein Sommerloch da. Und ja, die ganzen Mitarbeiter sind im Urlaub. Die ganze Entwicklung läuft langsamer. Und zum Herbst, wo dann die Releases anstehen, dann kommen dann ganz viele Updates immer. Ist irgendwie doof. Müsste mal so eine Firma geben, die azyklisch released. Wäre wesentlich sinnvoller. Aber da sind natürlich irgendwelche Marketingchefs, die da sitzen und sagen, oh ja, lasst alle kurz vor November beim Black Friday releasen. Das ist eine gute Idee. Dann können wir gleich einen Rabatt mitnehmen. Und dann kaufen die Leute das Spiel gewillter und wir haben höhere Absatzzahlen. Ja, aber das machen irgendwie 3000 Spiele, Junge. Wie sicher ist es für dich, dass du da dann das abkriegst, was du möchtest? Release doch einfach vorm Sommer und dann spielen die Leute im Sommer. Immer auch dieses Wachstumszahlen und wir müssen diese Zahlen erreichen. Totaler Quatsch. Alles muss immer sofort sein und nicht nachhaltig. Das ist irgendwie nicht so clever in meinen Augen. Okay, hier würde die vierte Stufe ankommen der Forschung. Das haben wir noch gar nicht vorgesehen, weil das von oben kommen würde. Das ist natürlich... auch noch ein bisschen was zu tun, also rüber mit dem. Da müssen wir ein Stück hoch, das ist ungewöhnlich. Beziehungsweise muss der hier runter. Drei? Okay, drei wäre auch komisch. Aber könnte sein. Dann weiß ich nicht, wie lang hier auf der Höhe. Und dann müsste hier das Lager hin. Ich denke mal, das könnte passen. Oh. Okay. Dann haben wir zumindest das schon mal bis da drüben fertig. Und jetzt müssen wir uns um die Dinger kümmern. Und hier war irgendwas mit den Sachen. Lagerinhalt. Ich weiß, wir brauchten irgendwie diese Drohnen hier.
Was war das hier? Baumaterial. Ah, da mussten wir Baumaterial herstellen. Ach, weil wir den Turm, genau, der Turm ist ein modulares Gebäude. Jetzt erinnere ich mich. Und da habe ich aufgegeben, weil es so komplex wurde. Wir müssen auf Höhe von... Wo sind die? Strom? Maschinenteile? Wo sind denn die Platten? Platten. Da! Pff. Das da unten wird mir gar nicht angezeigt. Die sind genau vor uns. Okay. Vielleicht sind Platten nicht gut. Wegpunkt entfernen. Bestätigen. In der Farbe. Dann mach mal einen neuen Wegpunkt. Platten. Sonst sehe ich das nicht. Jetzt ist es auch da oben besser. Ja, aber Performance-Probleme in Spielen sind halt echt eine Sache. Nicht? Sei es City Skyline 2, sei es Work and Resources oder sei es Satisfactory. Irgendwann hast du einfach so viel gebaut, da kann der beste Rechner halt nicht mehr kompensieren, dass die Spiele manchmal fehlerhafte Algorithmen haben oder quadratische Funktionen, ON-Komplexität oder sowas, nicht? Wo war denn das Ding? Ich hatte hier so ein Pömpel. Wie sah denn das aus? Da hatte ich das schon eingesteckt. Ich hatte schon eingesteckt! Shit. Da, das Ding habe ich gesucht. Den hatten wir nämlich schon gebaut. Das ist der modulare Gebäudeplaner. Rüber. Gibt es hier eigentlich einen rüber? Ja, gibt es. Und jetzt... Ah, schade. Hätte ja klappen können. Gut, ich hätte mir kurz einen Weg rüber bauen können. Ich muss sagen, nach der Arbeit ist das hier echt entspannter, dieses Spiel, als Geotastic. Das hat irgendwie gerade gar keinen Spaß gebracht. Oh! Funkturm-Mittelteil. Funkturm-Stromanschluss. Okay, wartet mal. Strom nach links, würde ich sagen. Das heißt, wenn wir davor stehen, wir sehen, so stehen wir davor, nicht? Ja. Dann ist da der Stromanschluss. Da ist der Mittelteil. Keine Ahnung, zwei Mittelteile, eine Spitze. Bau beginnen. Drei Mittelteile. Oh, da steht sogar dabei. Okay. Okay, das wäre für den Bau bereit. Das ist jetzt unsere Gebäudeplanung. Ach du Scheiße, was ist das für ein Monstrum? Okay. 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 Ja. Und ich glaube, beim letzten Mal haben wir aufgegeben mit den Baumaterialien, nicht? Die brauchen Xenophyrie-Platten, die brauchen Stahlträger, die brauchen fortgeschrittene Maschinenteile, die brauchen Beton, Polymerplatten und elektrische Komponenten. Die brauchen eigentlich alles. So. Beton ist hinter uns. Polymerplatten ist ganz weit rechts, hinter den elektronischen Komponenten. Die fortgeschrittenen Maschinenteile sind links, die Stahlträger ganz weit links und die Platten, ja, hinter uns. Und Beton auch. Das heißt, eigentlich müssten wir über diesem Ding hier die Fabrik bauen
Für die Baumaterialien. Aber ich glaube, hier drüber landen ja die Flugzeuge. Landen die ja. Das finde ich auch nicht schön, nicht? Diese riesigen Gebäude. Wäre cool, wenn man reingehen könnte. Dann wäre es was anderes. Und das kommt man irgendwie nur handeln. Aber handeln kann ich erst, wenn ich den Funkturm habe. Also brauche ich erst die Baumaterialien. So, die Baumaterialien hier sind nicht vorhanden. Und die würden aus Bauschotter Baumaterial machen. Okay, aber wir haben keinen Bauschotter. Den Rest hatten wir nicht. Wir haben die Energiezelle mit Glas. Wir haben die Olomidsäure. Wir haben das Ignumpulver. Wir haben nur den Jetpack-Treibstoff nicht. Den könnten wir noch machen. Aber eigentlich habe ich keinen Bock, mir das Jetpack zu besorgen. Wie lange? Ich muss kurz mal gucken, wie lange ich die Folgen hatte. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Es ist so lang her. Eigentlich echt schade. Foundry hat echt viel Spaß gemacht, jetzt wo ich spiele. Da merkt man es erst wieder. Die Folge war immer so 45 Minuten, ne? Das passt ja. Ja, wohin mit der Fabrik? Also wir brauchen von da den Stahl. Wir brauchen von da die erweiterten Maschinenteile. Wir brauchen von da die Platten, von da den Beton. Wir brauchen von da hinten die anderen beiden Sachen. Da sind Stäbe, da sind elektronische Teile. Und die Sachen hier habe ich nicht mal markiert, nicht? Irgendwo muss hier noch Glas sein. Das könnte Glas sein. Das müssen wir uns noch markieren. Warte mal. Aber warum baue ich nicht hier einen Weg rüber, dahin? Das wäre vielleicht sinnvoll. Jetzt ist die Frage, wollen wir hier runter? Andererseits will ich da drüben hin? Eigentlich nicht, oder? Ah, lässt sich sehr gut steuern. Entweder zu viel oder zu wenig. Jetzt hat das, glaube ich. Okay, sehr gut. Genau, hier kommt Glas raus. Dann machen wir doch hier eine Markierung auf der Karte. Die habe ich nämlich noch nicht. Glas. Energiezellen, Glas, Polymerteile sind da hinten, elektronische Komponenten sind da hinten. So, viele Sachen laufen nach vorne. Was läuft denn alles nach vorne? Die Leiterplatten laufen nach vorne. Das war's eigentlich. Das heißt, entweder ich muss alles nach hinten laufen lassen. Die Xenopheritplatten lustigerweise laufen schon nach hinten. Ich muss aber die Stahlträger nach hinten bringen. Und die Maschinenteile und den Beton. Das wären drei. Ansonsten müsste ich Polymerplatten und elektronische Komponenten nur nach vorne bringen. Das ist weniger. Und das nicht hier vorne auf der Strecke für die Forschung. Das kann parallel laufen. Das können wir hier hinten lang ziehen. Und dann machen wir vielleicht die Fabrik einfach hier hin. Hier waren ja keine Ressourcen. Und da läuft E-Beton vorbei.
Vielleicht einfach hier hin. Höhe 136 war das immer, nicht? Also 135 und dann den Block setzen. Hier sind wir Höhe 137. Oh, das ist scheiße. Das heißt, das müssen wir alles einmal abtragen. Ich guck mal. Ja, wir müssen das alles abtragen. Zwei Ebenen. Habe ich jetzt nicht so eine Lust drauf. Andererseits müssen wir die so oder so abtragen, weil wir von da durch müssen. Also jetzt wären wir auf 135, das heißt hier wäre 136. Hier. So. Dann bauen wir die hier drüber. Weiß nicht, ob das sinnvoll oder blöd wird. Und dann müssen wir uns neue Baudingsies holen. Wie hießen die? Ich nenne die auch immer Platten, aber es sind ja keine Platten. Das sind Baublöcke. Die hätte ich gerade mitnehmen können, nicht? Ich war oben schon bei der Forschung. Verdammt. Prost! Auf welcher Ebene? Auf der zweiten waren die, oder? Das sieht zumindest richtig aus. Vielleicht bauen wir direkt von hier einen Weg darüber. Dann könnten wir auch da drüben dran, wenn wir da so zwischen hinkommen. Das wäre gar nicht schlecht. Gut, andererseits kommen wir auch da hinten schon daran. Nee. Ja, so ist besser. Oh, wir haben nicht genug von den Dingern. That's not good. Wir können noch ein paar machen, aber dann war's das. Bis hierhin kommen wir nur. Muss ich mir doch erstmal hier so ein Hilfsding hinsetzen. Dass ich da oben hinkomme. Das Gute ist, nach da können wir... Wir können uns so seitlich... eigentlich relativ ausbreiten, ohne dass wir Probleme kriegen. Und in was stelle ich denn die Baublöcke her? In Fertigern. So. 90 Sekunden Bauzeit für 320. Bauen wir vier Fertiger erstmal? Reicht das? Habe ich noch fertiger? Sieht nicht so aus. Was brauche ich denn für fertiger? Alles vergessen. Fertiger 2 braucht noch fertiger 1. Maschinenteile und elektronische Komponenten. Dann holen wir erstmal die elektronischen Komponenten, weil da sind wir dichter dran. Dann muss ich nämlich nicht aus Grundressourcen das erste herstellen.
Wie viel brauchen wir da? 10? 5. Also nicht so viele. Ja, 200 reichen locker. Ich weiß, ich erinnere mich noch, wir hatten einen Stromdings nicht angeschlossen. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das müssen wir auch noch machen, aber da müssen wir über 2 Kilometer laufen. Na, 2. Von hier sind es nur 2. Das ist ganz gut. Was braucht man noch für den? Maschinenteile. Da sind die erweiterten. Da hinten sind die. Ich glaube, wir können noch nichts mehr forschen, oder? Ja. Ja. Marmorblöcke. Ja, warum sollte ich Marmorblöcke erforschen? Für alles brauchen wir Pakete Level 4, was irgendwie sinnvoll wäre, nicht wahr? Ich kann euch auch sagen, es ist einfach zu heiß aktuell hier, um wirklich was zu machen, nicht? Man merkt es richtig. Wir können ein, weil uns Platten noch fehlen. So im Kopf, es ist echt ermüdend, bei diesen Temperaturen großartig was zu machen. Es macht träge und müde. Ich hoffe, übernächste Woche sollen wieder 20 Grad werden. Dass es auch wirklich passiert. So. Apropos, dann können wir nämlich hier auch noch ein paar von herstellen. Dann können wir uns da nämlich auch unseren Weg bauen. Habe ich jetzt schon... Ah, nee. Nicht so viele. Da irgendwie. Wäre eigentlich gar nicht schlecht, wenn wir auch da hinten rankommen würden. Ey. Kommen nicht seitlich. Haben wir alle verballert dafür schon? Das kann doch nicht sein. Ich habe da 70 Dinger gebaut. Boah, die Wege gehen weg wie Semmeln. Ich glaube nicht, dass wir von hier unten richtig runterkommen. Doch! Optimal. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und dann können wir noch in die Richtung für später planen. Und dann können wir da hinten hinlaufen. Vom Hauptweg aus. Brauchen wir da hinten natürlich auch nochmal. Okay. Jetzt kommen hier sehr viele Sachen an. Wartet mal. Aber wie soll ich denn 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen kommen bei den Fertigern an? Da müssen wir ja von 2 Seiten ran jeweils. Das ist ja verrückt. Okay, das heißt, wir brauchen sehr viel Platz. 1, 2, 3, 4, 5,
Machen wir 6. Lassen wir ein und immer 2. So. Da. Ja. Eins, zwei. Könnte das reichen? Vielleicht ein bisschen weiter nach hinten könnten die noch, oder? Ich glaube ja. Vielleicht noch 2 weiter nach hinten, dann bin ich glücklich. Und das kann erstmal weg. Das wird natürlich jetzt spannend. Weil wir müssten ja trotzdem alles hier ranführen. Vielleicht müssen wir jetzt mit den Zweierüberschneidungen arbeiten. Die habe ich alle weggepackt, nicht wahr? Schaffen wir das? Nein! Schaffen wir nicht. Gut, als erstes können wir auf jeden Fall den Beton ranführen. Der ist ja kein Problem. War der schon da? Und dann, wir sind gerade bei den Platten, dann können wir die Platten da ranführen. Macht auch, glaube ich, Sinn. Ja. Wir brauchen auch nochmal Platten. Hallo? Platten? Inventar? Platten? Nein, nicht so viele. Okay. 100 von den Dinger noch. Und haben wir von denen noch welche? Da brauchen wir auf jeden Fall ein paar von. Wahrscheinlich sogar mehr. Von denen noch mal mehr. Oh, da haben wir recht viele. 5 würden reichen. Die hier noch. Da haben wir 50. Das sollte auch passen. Hier irgendwo. Da sind sie. Dafür kann das Ding doch weg. Wir haben sonst kein modulares Gebäude mehr. Oh, ich habe hier noch Laufstege. Okay. Habe ich eben anscheinend nicht gesehen. So ähnlich wie ich in Geotastik nie was sehe. Rohre brauchen wir aber nicht mehr, oder? Dann machen wir mal Pömpe und Dings woanders hin und dann kommen hier noch Rohre rein erstmal. So ein paar Rohre hebe ich mal auf. Kommen die Sachen hier rein. Die Treppen brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ich finde die Laufstege jetzt doch wesentlich besser. Strom hätten wir noch. Okay. Ja, den Fahrstuhl nicht. Auch so eine Sache, den würde ich wahrscheinlich nur forschen, wenn er irgendwie zu was führt. Aber aktuell finde ich den Fahrstuhl maximal unpraktisch. Okay, und wir wollen rechts rüber. Müssen nur gucken, dass wir eine richtige Höhe erwischen.
Oh, ich weiß gar nicht, wo das endet. Da hinten, nicht? Das ist da hinten. Das heißt, wir könnten hier parallel laufen. Dann hätten wir nämlich hier einen Übergang. Das ist gar nicht so doof. Das heißt... So... Und dann ein Splitter hierhin. Sehr schön. Und wir könnten sogar sagen, kein Splitter oder so, sondern wir können hier sogar noch einen zweiten Ausgang machen. Das wäre vielleicht noch besser. Dann sind die doch dediziert voneinander. Na. Zack. So. Wir können hier von links rankommen mit dem. Dann heißt es ein nach oben. Ach, dieser Baumodus. Okay, man, er stellt den Baumodus immer um. Ich hab's vergessen. So. Also. Wir könnten den hier ankommen lassen. Dann könnte von hier hinten zum Beispiel noch Stahl durch. Stahl könnte dann hier ankommen. Wir könnten aber auch die Dreier einsetzen. Aber die habe ich, glaube ich, noch nicht erforscht. Ich glaube, jetzt wäre ein Zeitpunkt da, die zu erforschen. Oder gab es die überhaupt? Ich guck mal. Gab es die überhaupt? Alles anzeigen. Da. Das sollte ja schnell gehen. Rolltreppe, auch vielleicht spannend. Während die Forschung kurz läuft, bauen wir den Weg noch weiter. Sehr gut, dass man das von hier oben zerstören kann. Zack. Weg damit. Ja, ein Stück können wir noch nach vorne und dann gehen wir nämlich seitlich ran. Dann können wir nämlich auch nach da vorne einen Weg bauen. Weil so oft wie wir hier langlaufen, macht das auf jeden Fall Sinn. Ja, noch ein Stück. Noch ein kleines Stück. Das könnte passen. Hier ist besser. Das wollen wir weg haben. 333 noch. Da brauchen wir die hier.
Ja, ich will ja nicht da ankommen. Macht in den wenigsten Fällen Sinn, nicht? Ja, hier vielleicht, am Lager. Das würde vielleicht Sinn machen, dass wir da ankommen wollen. Zack. Würde gehen. Und dann haben wir einen Weg nach da hinten, ohne immer irgendwo rumlaufen zu müssen. Ob ich den nehme, den Weg, nicht? Das ist dann nochmal eine andere Sache. Es könnte durchaus passieren, dass ich vergesse, dass ich den habe. Und dann trotzdem über die Dinger hüpfe. Ja, passt. Sehr gut. Und dann können wir nämlich nach da vorne bauen, an den anderen Weg ran. Einmal nach da wird's gehen. Und hier ist ja auch ein Weg. Und die können wir dann miteinander verbinden. Ich weiß nur nicht, auf welcher Höhe das ist. Und hier können wir dann da nach hinten zu den Maschinenteilen und dahin. Hier wäre auch hier im Weg vielleicht drunter sinnvoll. Denn nicht so seitlich. Weil dann kann ich immer das Dings direkt überspringen vielleicht. Vielleicht. Na, da falle ich runter, nicht? Komme ich da drüber? Das könnte ein Problem sein. Nee, geht. Ich könnte ja auch die Treppe tauschen. Also ist besser. Dann komme ich gleich dahin, wo ich hin will, zu den Kisten und muss nicht erst hier hinter rumhüpfen. Ja, 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 da brauchst du gar nicht so meckern. Was ist es denn? Keine aktiven Aufgaben. Ja, ja, ja. Mal hier noch mehr. Wir haben Sprengstoff sonst. Noch mehr Sprengstoff. Beton. Und 18 Gravel. Können wir auf jeden Fall hier noch loswerden. Und dann nochmal Platten theoretisch mitnehmen. Au. Zum Glück sind wir Roboter und können so viel springen, wie wir wollen. Ruppala. So, Platten. Und dann können wir nochmal... Ja, eigentlich... Nochmal 400 herstellen, oder? Die Frage ist, gehen wir hier von der Seite oder gehen wir von da vorne direkt los? Wir brauchen, glaube ich, noch viel mehr. Stellen wir einfach noch mehr her. Wir verknüpfen jetzt einfach alles miteinander. Dann kann ich viel schneller bauen. Wir müssen jetzt so viel bauen an Wegen und ich muss so oft hin und her, dass es sich einfach lohnt. Vielleicht baue ich auch einmal um die Plattform Geländer, dass ich nicht runterfalle. Ich würde sagen, das überlegen wir uns in der nächsten Folge. Bis gleich und tschüss.